Moin, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind hier, jo, in Tetima. Und zwar, ja, in der Imperium Timeline. Das ist, glaube ich, Akt 4, genau. Können wir gleich mal schauen, ja. Akt 4 mit unserem, ja, tollen Nova-Bild. Wir verwenden Frostclaw, also, ja, Frostklaue oder Eisklaue, glaube ich. Nein, Frostklaue. Genau, und lösen damit ja diese Novas aus, die auch Feuer sind. Also Frostklaue wird zu Feuerklaue scheinbar. Und das ist ein Bild, da habe ich schon längere Zeit mal ein bisschen vorgeschlagen. Ihr solltet es mal vielleicht versuchen, wenn ihr gerade nicht weiterkommt wie ich. Bin ja jetzt gerade auch ein bisschen am Struggeln. Ich finde kein Bild, der gut balanciert ist. Entweder hat er ja zu wenig Defensive oder zu wenig Offensive, um wirklich sehr weit zu kommen. Da ich auch sehr wenig Zeit habe zum Grinden und so Sachen. Und deshalb, ja, mache ich den Bild selber mal und bin ihn ziemlich stark schon. Er ist natürlich ein bisschen langsamer, da er ja nicht direkt schießen kann, sondern so Bogen schießt. Aber es gibt jetzt dann auch die Möglichkeit, mehr Geschosse zu haben. Der Eisklaue, Frostklaue eher. Genau. Das muss man alles ein bisschen richtig aussprechen können. So, wir müssen hier nochmals einen reinstecken. Schön reinstecken mit der Nadel. So. Die Gegner gehen schnell down. Meiner Gesundheit geht es immer noch down. Leider ist jetzt gerade momentan, ja, es kommen eben nicht so viele Folgen, da ich nicht immer aufnehmen kann. Meine Stimme ist nicht immer sehr gut. Also ich habe irgendwas entweder in der Luftröhre, also das ist, jo, einfach Mühe macht mit der Luftröhre oder auch mit der Lunge, mit den Bronchien oder so. Es könnte eine Lungenentzündung sein sogar. Aber das wollen ja die Leute nicht mehr nachschauen, weil sie ja zu wenig Geld bekommen in der Schweiz vor allem. Ja, in Deutschland wahrscheinlich auch und in Österreich, klar. Aber dass wir einfach nichts mehr kontrollieren, das gibt es einfach in der Schweiz. Und jetzt bin ich einfach zu Hause und mir geht es immer schlechter. Keine Ahnung, was da los ist. Also was ich machen könnte, wenn jemand helfen kann oder will. Jo, eben Finanzen, hä? Geht irgendwie allen schlecht. An den Reichen, die die am meisten brauchen. Aber ich habe eben gar kein Geld und kann jetzt momentan auch nicht viel machen. Ich brauche schon lange ein neues Mikrofon. Weil da Shure irgendwas mit Apps kaputt macht oder ja, sie mir schlechter macht, muss ich da einen anderen Anbieter haben, oder? Weil ich habe, also vielleicht hört es manchmal, wenn ich ein paar Zentimeter weg vom Mikrofon, es wird schon leise. Ich kann das nicht mehr regulieren. Und ich kann es auch nicht auf Fern oder so stellen. Das konnte ich früher. Damit es ja eben nicht so abbricht. Tja, keine Ahnung, was da los ist. Aber ich habe mir einfach ein neues, wenn ich dann das Geld habe. Und dann geht es wahrscheinlich auch besser mit der Qualität wieder. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, was soll ich denn noch machen? Na, das hier. Aber das ist noch nicht effizient genug. Es dauert zu lange, bis die runterkommen. Und jo, ich bin irgendwie ein bisschen stärker mit Nova. Also, dann haben wir hier genau Schutzerhalt mit einem Zepter. Genau. Schutzerhalt ist eben diese Retention, also dass es weniger runtergeht. Das ist einfach falsch geschrieben. Weiß es nicht mehr, wie es heißt auf Englisch. Nein, Retention. Ward Retention heißt es vielleicht. So. Hier gehe ich meistens unten durch, in den zwei Schatztruhen, aber ich gehe oben durch, damit es ein bisschen schneller geht.
Ja, wie ist jetzt mit Last Epoch? Viele wollen jetzt unbedingt schon einen Patch sehen. Können nicht mehr warten bis zum 21. Es spielen halt damit einfach immer wie weniger. Und natürlich Videos werden auch immer wie unbeliebter. Sehe ich nicht nur bei mir, das sehe ich auch bei anderen. Und jo. Sie wollen jetzt eigentlich halben Monaten Patch sehen. Und ich weiß es, dass es nicht geht für den Entwickler. Sie wollen es auch nicht machen. Aber jo. Sonst sind die halt gelangweilt und ich bin nicht gelangweilt. Also ich kann eigentlich gar nichts dazu machen, oder? Ich bin ja auch nur einer, der Videos macht, also sonst irgendein ja, Informationen gebe und Gameplay zeige und so Sachen. Ich kann auch nichts machen, was der Entwickler will, oder? Also, oder was der Entwickler machen muss. Ich würde gerne, dass der Entwickler mal auf mich zukommt und sagen würde, was sie denken oder so. Aber die machen ja selber Livestreams und so. Die sagen ja selber, was sie denken und was sie wollen. Kann ich also wirklich gar nichts dazu beitragen. Ich würde gerne wirklich auch damit euch sehr helfen, weil ich ja sowieso gar nicht so werbefreundlich bin für die Entwickler. Einfach euch helfen. Würde ich auch machen, wenn ich Werbung machen würde. Aber ja, ihr seht es ja. Es fällt mir schwer überhaupt, da irgendwas zu machen. Ich bin auch nur einer, der gamed. Das Spiel gamed, oder? Tja. Die Fans wollen es halt besser. Zu was gehört ihr? Seid ihr auch Fans oder seid ihr nur Spieler? Was denkt ihr so? Wird es besser sein, wenn es halt schnelle Updates geben würde? Das hat auch dann wieder der Druck auf die Entwickler, dass wieder mehr Bugs reinkommen und so. Und die haben ja schon Probleme. Alles bugfrei zu machen. Da muss ich aufpassen, diese Skelettangriffe, die großen. Das gab ja auch eine Nova oder so. Die machen verdammt viel Schaden. Also mehr als ihr denkt, wenn ihr manchmal einen abbekommt. Dann ist es wahrscheinlich ein leichten. Sie laden es halt auf und dann haben sie es umso stärker oder so, weiß ich nicht genau. Aber da bin ich ein paar Mal ein bisschen, jo, geschockt gewesen, wie viel Schaden sie anrichten. Einfach, also wenn ihr, genau, wenn ihr seht, die laden viel auf, dann ist es mega schwer. Der Schaden mega stark. Ach komm, ab in Seiten. Boah, Volltreffer. Ich liebe den Bild. Also, es gibt ja eben viele Formen von diesem Angriff. Je nachdem, wie ihr das angeordnet habt. Eis, Eis, Feuer haben wir. Und dieser Eis, Eis, Feuer-Angriff, der ist am stärksten. Es gibt noch einen Wirbel, der Eis, Eis, Feuer. Nein, geht ja nicht. Das ist ja Eis, Eis, Feuer. Eis, Feuer, Eis, glaube ich, war oder so. Ich muss ihn mal ausprobieren, was kommt. Können wir gleich mal kurz ein bisschen ausprobieren. Jetzt ist es nicht so schwer. Machen wir mal Eis, Feuer, Eis. So, jetzt muss ich aber die Taste ändern. Sonst greife ich ja gar nicht mehr an. Also jetzt haben wir Eis, Feuer, Feuer. Was ist jetzt? Ah, ist sicher Feuer, ist ja Feuer geworden. Also machen wir mal, jo, machen wir mal das hier. Und wo ist der? Also jetzt haben wir Feuer, Feuer, Eis. Genau. Was ist jetzt? Einen Angel, einen Kometen, okay. Dann müssen wir hier mal Feuer, Eis. Machen wir mal Gletscher hin. So, Eis, Eis, Feuer. Eis. Nein, Eis, Feuer, Eis. Jetzt ist ein Schild. Hä?
Okay, dann nehmen wir andere Formen. Also machen wir mal Feuer, Eis, Eis. Und das ist das Spezielle. Das ist sehr speziell, oder? Dass der Angriff sich immer ändern, egal wie. Also, ja, wie man es einfach anordnet, oder? Wie einfach die Elemente in den ersten drei Slots sich. Das ist ein Eis. Okay. Das ist einfach so eine Eisnova. Lasst euch mal einfrieren. Ja. Und plus noch irgendwie so drei. Also ihr seht, es sind immer andere Sachen. Machen wir doch mal Blitz, Eis. Nein, Blitz, Eis, Blitz. Aber zuerst müssen wir den Weg machen. Macht der Schaden? Ja, der macht dort. Okay. So kann man eigentlich selber noch ein bisschen ausprobieren, was man denn will. Oh, geil. Ein statisches Feld, aber ein großes. Geil. Also ihr seht, ziemlich gut alles. Aber wir brauchen natürlich das Richtige. So, das war nicht so klar, jo, wie das funktioniert. Also wenn ihr da mal reinschaut in dem Bild, in den Guide, dann denkt ihr, wieso greift man zum Beispiel nicht mit Nova an, sondern mit Frostklaue. Unsere Sachen, das hat einfach den Sinn, oder, dass der letzte, der 4, im Slot 4, der Angriff Glüpe, oder Runenbeschwörer, genau, da einfach die Anordnung braucht bei den ersten drei Slots. Und ja, die heißt Glüb auf irgendwas Ende. Enchantment, Glüb auf Enchantment, oder so. Auf Englisch. So. Ich kann ja mal kurz schauen, was das heißt. Skills. Ah, Runic Invasion. Und der andere ist Glüb. Schauen wir mal, die andere ist die Glüb. Der Blitz, Glyph of Domination, okay. Gut, dann habe ich das gar nicht mehr so richtig im Kopf gehabt. Nach wie viel? 2, 3 Monaten? Ist es gar nicht mehr so im Kopf gewesen, wie es hieß. So, und ja, der Runenmeister ist eigentlich die beliebteste Klasse momentan noch. Es gibt aber jetzt auch noch Necromancer, die sehr, sehr stark sind. Ein Bild werde ich noch versuchen, aber da müssen wir zuerst viel farmen. Da müssen wir bestimmte Uniques noch haben, noch farmen mit diesem Bild. Werden wir das hoffentlich schaffen. Ja, das werden wir sicher schaffen. Das ist nicht so schwer wie manche andere. Manche andere Builds sind ja mit Unix vollgepackt und haben dann einfach zu wenig Resistenzen oder Leben und so Sachen. Und das ist eigentlich so etwas, was immer scheitert, oder? Ihr seht ein Bild, ihr wollt ihn nachmachen, aber habt völlig schlechte Resistenzen. Oder der Schaden ist ohne ein Unique einfach nicht da. Das auch schon öfters bei mir. Jo, wenn man da nicht irgendwie Expertenhilfe oder einfach Leute hat, die man, bevor er es ausprobieren kann, ist es einfach dann so, dass man halt wieder neu beginnen muss mit einem anderen Bild. Und das ist so schade, oder? Das Spiel ist eigentlich fast nie fertig. Man versucht immer etwas Besseres oder müsst halt einfach anfangen, neu anfangen, weil es halt einfach nicht gut genug ist. Aber das ist genauso die Motivation, oder? Fangt an, ihr schaut, ja, geht es, habt den Spaß und sobald ihr nicht mehr weiterspielen könnt, macht ihr das anders. Das ist die Motivation. Es ist gar nicht so schlimm, wie viele sagen, weil viele haben einfach keine Lust, die Zeit zu investieren oder einfach finden den Spaß nicht, weil zwischendurch halt immer alles ein bisschen deprimierender ist. Und schieben dann die Depression halt so mega in den Vordergrund. Das ist leider so. Auch
das halt nicht so lange immer alles angeschaut wird, oder? Wieso sollte man ein Video, wie ich es mache, überhaupt anschauen, oder? Ist klar. Es macht sicher mega Spaß, jemandem zuzuschauen, etwas in Erfahrung zu bringen, motiviert auch mega. Aber ich kann jetzt ja nicht garantieren, dass jeder genauso fit im Kopf ist wie zum Beispiel ich. Also, ich sehe viele Menschen, die sind einfach depressiv, weil sie es nicht wollen. Einfach nicht irgendwie, jo, das Positive im Leben sehen. Und ja, das ist natürlich schon ziemlich hart für jemanden, der nie oder fast nicht depressiv ist. Ich sehe immer eine positive Sache, egal wie langweilig es ist. Aber sehen das andere? Nö. Also ich weiß es nicht. Viele sehen es natürlich positiv. Aber wie viel, oder? Es ist schwer zu sagen, oder? Für mich ist natürlich alles ein bisschen positiv als für die, die ich sehe. Viele wollen ja das auch ausnutzen. Also ist ein bisschen hart zu euch jetzt, wenn ich das so erzähle, aber es gibt eben so diese Narzissten sozusagen. Die wollen nur für sich selber etwas Gutes, oder? Und tun alles beleidigen oder abwerten, was anders ist. Und so bin ich überhaupt nicht. Ich mag es, wenn andere Erfolg haben. Ich mag es, wenn es anderen besser geht. Aber so, mir geht es selber halt auch nicht so gut. Das ist eben die Sache. Der wollte einfach nicht umfallen. So, dann machen wir da mal mehr Geschosse. Kann ich leider nur eins rein tun. Jo, das fliegt schon viel besser. Also einfach schauen in eurem Leben, dass ihr halt positiv denkt, dass andere, also dass ihr zu anderen positiv denkt. Dann wird es natürlich viel besser. Ich mache zum Beispiel Videos auch nur für euch. Also, auch wenn ihr mir zu wenig zuschaut, ich mache es trotzdem für euch. Und genau, YouTube will ja, dass man einfach geschaut wird, sonst ist man nicht erfolgreich. Ich sehe auch, dass ich im September viel, viel erfolgreicher war. Und jetzt nicht mehr, aber das liegt einfach am Spiel. Das Spiel bekommt keine Updates mehr, die Spieler sind nicht mehr motiviert. Und nicht ich als Videomacher. Ich könnte Videos machen, solange bis das Spiel eigentlich nicht mehr funktioniert. Also bis ein neues Betriebssystem, worauf Last Epoch nicht mehr basiert, rauskommt oder so. Und ich muss es dann auch nehmen oder so. Bis dann würde ich das Spiel spielen. Weil es motiviert mich genug. Aber motiviert es eben andere genug? Ich sehe es halt nicht. Ich sehe nur, dass halt die Spielerzahlen extremst einbrechen. Und genau das ist etwas, was mich so mega motiviert. Schreibt es ruhig in die Kommentare, was ihr so denkt. Wollt ihr, dass halt die Entwickler da große Patches rausbringen und das nur alle 5 Jahre? Wollt ihr wirklich Grafik-Updates haben? Wollt ihr neue Kampagnen haben oder wollt ihr einfach irgendwie Endgame-Content und einfach Freude haben? Immer wieder. Für mich ist es eben egal, was die Entwickler machen, sie müssen einfach dranbleiben. Also, wenn ich jetzt 1.0 hätte am 21. Februar, dann würde ich ein halbes Jahr wieder warten können. Aber können das andere Spiele? Nein. Ich glaube nicht. Also, ich sehe es halt nicht. Also, ich denke, manche können es natürlich, aber das ist so ein geringer Anteil. Seid wahrscheinlich garantiert ihr. Ich rede wieder euch falsch an, das ist klar. Aber das ist der also das ist der kleinste Teil. Oh, ich habe so viel Mana kosten jetzt. Ich kann halt immer nur für den größten Teil eigentlich reden. Es ist einfach schwer, für einen kleinen Teil zu reden. Das ist einfach schwer.
Mana zurückgestattet, cool. Also habe ich hier Mana-Kosten, ja. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt nehmen soll oder nochmals zurücknehmen soll. Ich glaube, das bringt. Ja, komm. Es geht schon. Es ist eigentlich mit der Ward Rotation, die ist eben noch sehr langsam. Wo ist da der Bogenschütze? Ah, der kommt wieder. Bin ich schon wieder out of Mana. Ja. Leider zu wenig gut. Auch nicht mehr Mana aufgewirbelt. Geil. Also, was brauche ich? Mana. Brauche ich drei, mache ich drei Skills in einer Reihe? Nein. Schaden über Zeit. Rüstungsbruch gleich Einführungschance. Also eigentlich sollte ich hier noch die Chance höher setzen, aber ich glaube, ich brauche nicht mehr. Das weiter hier die Ward Rendition. Ist schon cool, also wenn ihr jetzt Mana Ward verliert, also Schutz, dann verliert ihr weniger und weniger schnell diese Ward. Das heißt also, es macht euch auch defensiver. Ist ja auch klar. Hallo. Oh, der Schaden geht an. Kommen die Meteoriten runter. Und ich bin happy. So, Schutz alle 2 Sekunden. Muss ich das killen? Nicht? Ich will aber ein bisschen Schutz alle 2 Sekunden. Hier ist Mana Regeneration in der Mitte. Machen wir es kurz anschauen. Da. Hier ist ein bisschen Mana Regeneration. Ich muss das hier nehmen. Ja, Schaden gegen Boss ist natürlich schon gut. Jetzt, wo der dicke Wurm auch kommt. Der Sklavenwurm. Oh, der Schaden. Oh, oh, drei. Der hat sich in 3 aufgeteilt. Wow. Alle down. Also der Bild, der ist sehr effektiv mit Schaden. Aber die Defensive eben. Also die Ward Rendition nützt alleine natürlich nicht so viel. Ich müsste aber also ja, die Resistenzen werden genug hoch sein. Wenn man da viel auf den Items packen kann. Und ja, Leben und Ward werden halt billig sein. Also es kann schon sein, dass wir da manchmal sterben müssen, wenn wir nicht genügend Schaden machen oder so. Bis wir da stärker aufgebaut sind. Ja, ich denke schon, dass da ziemlich gut alles geht. Jo, je stärker wir sind, desto weniger Schaden bekommen wir auch. Ui, das sieht schon geil aus, da haben wir hier in den Ruinen. Nice, 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 nice. Ich bin ja jetzt momentan wirklich am Bild schauen, durchsuchen, wie ich zeigen will. Die wirklich auch sehr stark sind. Bei diesem Bild kann ich aber echt nicht sagen, wie defensiv und stark sein wird. So, jetzt müssen wir hier Teleport nehmen. Es gibt nichts anderes. Also wir haben noch das Schild, klar. Und das Schild schützt uns auch nicht immer und sofort. Wo ist jetzt dieser Teleport? Oh. So, wir brauchen eigentlich... Hier haben wir noch nicht.
Damit wir Fire Nova dann immer einsetzen. Also machen wir doch ein bisschen Schaden. Den Gegner. Das Schlimme ist halt immer, diese Builds sind gemacht worden von Leuten, die Dauersuchten, die die Items haben. Und sobald du ein Build ausprobierst, oder solange du ein Build ausprobierst, hast du die Items eigentlich noch nicht direkt. Du wusstest ja vorher auch nicht, dass man diese Items braucht. Oder sie hast sie einfach noch nicht. Und dadurch musst du eigentlich den ganzen Build bis Level 100 ständig nach Items farmen, die der Build braucht. Und das hast du einfach, also da brauchst du so viel Zeit, oder? Das Problem ist einfach, dann wechselst du auf einen anderen Build und wechselst irgendwann mal wieder zurück. Und jo, das kannst du natürlich dann auch nicht immer sofort machen. Aber wenn du dann mal ein Build hast, der wirklich auch funktioniert, wie zum Beispiel bei mir der Totem-Build, dann hast du jo, einfach den Luxus, du kannst weiterkommen. Hast aber meistens zu wenig Zeit, wie ich. Und das macht einfach, dass ihr da ständig halt irgendwie drauf schaut, dass ihr weiterkommt. Aber es indirekt machen müsst, also mit anderen Builds und mit anderem Farming, als ihr eigentlich wollt. Das macht es halt auch ein bisschen langweiliger, klar. Aber es ist ein Farming-Spiel. Man hat nie ausgefarmt. Man möchte ja auch immer wie stärker werden und so weiter. So, schauen wir mal, was wir da... Genau. Ja, es macht noch nicht genügend Schaden. Ich glaube, wir können nicht spammen. Nein, nein, nein. Oh, hä, wieso hat er nicht angegriffen? Feuer-Auge Schaden. Gut, macht er nicht so viel Schaden, wie es aussieht. Ja, da sieht man mal wieder, wie der Gegner schlecht gemacht wurde. Also wenn ich jetzt sagen könnte, ja, ich habe eine Auswahl zwischen, weiß nicht, 200-300 Gegner. Ich würde den rausnehmen und den nochmals fixen. Genau dieser Gegner. Er tut sich selber in die Luft jagen und das schon mal bei der Hälfte. Oder macht sich noch defensiver und sprengt sich dann in die Luft. Manchmal macht es viel Schaden, manchmal macht es keinen Schaden. Es ist irgendwie ein komischer Gegner, der überhaupt keinen Sinn macht. Weil es ist ja ein Gegner, also es ist nicht gerade einer, der irgendwie aus einem Weltkrieg kommt oder so. Sondern es ist einfach ein Gegner, der muss sich nicht in die Luft jagen. Er muss kein Krankenhaus kaputt machen. Er muss kein Kino, keine Disco, nichts kaputt machen. Also, wieso gibt es den Gegner überhaupt? Die Entwickler so, oh, wir machen einen Selbstmord und einen Täter nach. Oh. Ich finde völlig diesen Gegner, ja, mega schlecht. Ich meine, wo es in die Action-Rollenspiel reinkam, dieser Gegner. Ich kenne ihn halt nicht aus dem Dungeon-Dragon-Universum. Das ist für mich einfach zu langweilig, zu wenig Action. Hat der Gegner auch nur ja, Disco-Feeling rübergebracht, aber hat sie nicht in die Luft gejagt. Jetzt kommt also Ding, 11 Hours Games und macht die zu einem Sprengstoff. Spezialisten. Als diese Augen mit Tentakeln noch Disco-Feeling hatte und nicht irgendwie Endzeitstimmung, war das Leben noch ein bisschen besser. Ich rede jetzt von Dungeon Siege 1 übrigens. Okay. Okay. Machen wir mehr Damage. Dafür sind wir langsam. Boah, aber die Angriffsgeschwindigkeit ist auch hochgegangen. Ist ja heftigst. Hallo. Er kommt wieder hoch. Er steht wieder auf, um hinzusetzen. Hinzuliegen. Ist ja heftigst. Ich wusste gar nicht, dass man so stark wird ab diesem Level.
Das ist so 36, 35. Wo steht das? 34 sogar. Oh, wir haben sogar ein Level gemacht ohne dieses Item. Hier. 34. Und die Ringe. Die Ringe sind aber 35. Okay. So. Ah ja, ich wollte ein bisschen teleportieren, genau. Jetzt gehen wir einfach über diese Augen dieser Mords viel Schaden machen. Einfach drüber teleportieren und mal schauen, ich glaube in der Mitte wird es eingesetzt schon und auf der Seite nicht. Hallo, Mordsaugen. Ich konnte fast nicht. Also es war so ein Stunlock. Es gibt sogar Doppel. Jetzt muss ich das nochmal lesen. Da. Also hier bei Ankunft. Ah, beim Verlassen auch schon. Ah, und Halbzeit. Ja, der Halbzeitflagge. Ist dann aber Schluss. Dieses Deutsche. Da brennt's. Ah, jetzt nochmals. Usch. Nein, ein Auge. Keiler Bild. Also ich kann den wirklich als Angriffszauber nutzen. Das ist genug groß. Immer mehr Damage. Immer mehr. Viel mehr Damage. Wie sitzt das andere Auge da? Und husch. Also sehr nice der Bild. Aber ob es jetzt wirklich genug zäh ist und alles, müssen wir noch austesten. Ich bin positiv. Blitz Aura? Nein, Blitz Aegis. Komm, jetzt. Nicht zu haben. Aber ich muss da immer wieder schauen, ob ich sie überhaupt habe, ob ich sie überhaupt zweimal brauche. Und so eine. Also der Bild, der fühlt sich und sieht halt ziemlich geil aus. Das ist ja richtig. Ein Damage-Bild, ein Away-Damage-Bild. Der auch Single-Target wahrscheinlich viel Schaden. Nur dass wir halt jetzt ein bisschen langsam sind. Dafür haben wir aber Teleport. Teleport mit Schaden. Okay. Richtig fett. Geil. Aber leider ist das so innerhalb von 1-2 Sekunden halt kaum mit einem Screenshot zu machen. Aber das wäre halt geil, wenn ich da einen Screenshot machen könnte. Ich muss mal ein bisschen ausprobieren. Ob ich da irgendwas... Ich glaube, es ist zu früh. So, jetzt muss ich kurz schauen, ob das Screenshot was war. Oh ja! Ein geiles Bild! Was ist jetzt dieser Bildschirmmodus da? Ein geiles Bild. Okay. Ich will ja sonst eigentlich keine Screenshots zeigen, wie ich Screenshots mache. Aber weil ich jetzt gerade eben so diese schöne Dinge habe. Also 3 würde ich dann als nächstes im nächsten Part machen. 3 Explosionen. Aber dafür habe ich ja das Level noch nicht. Ich könnte vielleicht sogar in der Mitte vom Teleport noch den Angriff einsetzen. Oder zuerst den Angriff einsetzen. Und wenn er ankommt nochmals, dann haben wir 4 Explosionen in einer Reihe. Aber das ist ein bisschen zu schwer als, ja, Screenshot-Macherei. Bin jetzt nicht unbedingt der Mega-Prof in dem. Weil da muss man wirklich mega anpassen. Ja, die Millisekunde eigentlich anpassen. Ja, da. Ah, brennst du schon? Müsste noch mehr brennen. It's raining fire. Ja, ja. Was ist? Ich habe kein Mana mehr, aber du hast dafür Eis. Eis, Eis, Baby. Ah, oh, der Bild macht so viel Spaß. Oh. Immer so schöne Explosionen zu sehen. Noven.
Das ist eher eine Explosion. Hier kann man keine Noven ansetzen, oder? Komm, doch, man kann es. Das sieht eher so wie eine Explosion aus. Kennt ihr da diese Feuer, die so herausbrechen, wenn irgendwas ja, in Flammen aufgeht, oder? Das Aufgehen der Flammen. Habt ihr sicher schon mal in einem Film gesehen, so diese Feuerwalzen, die auf einem zukommen. Genau so. Das ist so richtig eine Feuerexplosion. Also gut, jetzt haben wir schon 35 Minuten. Jo. Der Bild geht ja. Defensiv ist er eben noch nicht. Aber wir können ja noch kurz Intelligenz so nehmen. Und ich schaue mir weiter den Bild an. Bin aber morgen nur am Abend da. Ich werde morgen Abend auch wieder aufnehmen, wie jetzt. Sonst bin ich ja morgen am Aufnehmen. Also, dieser Part kommt heute noch. Der morgige Part wird wahrscheinlich am Morgen früh auf den Samstag kommen. Aber meine Stimme muss immer wieder regeneriert werden. Bin jetzt übrigens auch sehr wenig am Reden in der Wege und draußen, damit ich für euch eine bessere Stimme habe. Aber gut, ich werde hoffentlich bald wieder gesund und jo, ich kann ja endlich wieder Sport machen, dann bin ich sowieso wieder sehr viel fitter. Das wird schon gehen. Was haben wir hier? 47. Level 47. Und 67, okay. Das dauert noch ein bisschen. Gut, und ja, einen anderen Bild habe ich eben schon im Hinterkopf. Aber da müssen wir zuerst mit diesem Bild da ein paar Bosse machen. Genau. Gut, dann. Jo. Schönen Abend, viel Spaß und Dankeschön für den Support. Tschüss.